Aufbruchstimmung weiterhin im Fußball-Osten. Die DDR-Elite tourt gar am 2.1.1965 in Montevideo beim Doppelweltmeister Uruguay. Der 26-jährige DDRler erstmals als Kapitän der DDR-Nationalmannschaft. Erlers Täuschungsmanöver und anschließendes Abspiel auf Peter Ducke leiten unsere Führung durch Frenzel ein. Eine Riesenüberraschung bahnt sich an. Auch am Tor Nummer 2 ist der lauffreudige Spielgestalter Erler mit einer mustergültigen Flanke beteiligt. Frenzel Peter Ducke 2:0 auf südamerikanischem Boden. Die Weltpresse hatte damals ihre Fußballsensation des neuen Jahres. Reporter formulieren im Stil der Zeit: Auch an Tor Nummer 2 ist der lauffreudige Spielgestalter Erler mit seiner mustergültigen Flanke beteiligt. Frenzel Peter Ducke 2:0 auf südamerikanischem Boden. Lobes.